Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöhr, Gameplays als Hobby und wir sind immer wieder dabei zu verlieren. wir machen Online-Rang-Match und versuchen irgendwie Punkte zu sammeln, was mir leider irgendwie nicht so wirklich möglich ist. Und ja, wir suchen mal direkt den nächsten Gegner. Die nächsten drei Kämpfe werden folgen. Wir haben die nächste Herausforderung gefunden. Wen haben wir? Oh, der Merl schon wieder aus Österreich mit seinem Turtok. Mal schauen, ob wir diesmal gewinnen. In der blauen Kuppel. Hey! Aber wie es aussieht, will er auch mal zeigen, dass er ein bisschen mehr kann. Ha! Geht doch! 1-0! Wunderbar! Jawoll! 2-0 gegen Merl, der mich vorher, ich weiß nicht, bei den letzten drei Kämpfen oder da davor bei den drei Kämpfen eigentlich platt gemacht hat mit seinen langweiligen Kämpfen. Aber wenn es mal richtig mit Kämpfen vorangeht, also man hat gesehen, er hat jetzt auch mal mehr Attacken gemacht als immer nur dasselbe, dann liegt ganz klar mein Kampfstil weiter vor. Jawoll! Trotzdem guter Kampf, Merl. Das hat mir gefallen. Und üb dich mal mit den anderen Attacken. Dann macht's auch mehr Spaß zu kämpfen. Okay, wir suchen mal den nächsten Gegner. Juhu, wir haben einen Sieg. Wir haben 100 Punkte bekommen. Jawoll. Na, das freut mich doch jetzt mal. Wen haben wir jetzt? Finbo aus England mit Durengard und 25 Siege. Thalia Strand. Thalia ist doch eine Buchladenkette, ne? Na, dann schauen wir mal, wie es gegen Durengard wird. Was? Oh, es hängt. Ha! 1-0! Ah.
Aber irgendwie. Adrenalin gibt's immer noch en masse hier. Also für mich zumindest. Auf jeden Fall scheint er keine gute Internetverbindung zu haben. Bringt nichts, ich hab ihn. Mist. Auf der anderen Seite wieder runtergekommen. Nein. Die 15 KP. Meine Güte. Oh, ich überlebe's. Jawoll. Oh, der zweite Kampf in Folge gewonnen. Wuhu. Hey, das wird doch mal wenigstens mal ein Dreierkampf-Folge, wo ich wenigstens mal zweimal davon gewonnen habe. Yay. 50 Punkte. Ja, ganz recht, wir bekommen Punkte. Wow. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir suchen direkt schon mal den nächsten Kämpfer. Mal schauen, wie es jetzt wird. 2 von 3 Kämpfen haben wir schon mal gewonnen in dieser Folge. Und ein Kommkampf. Wen haben wir da? Trainer Hugo aus Schweden mit 37 Siegen und Sherox. Okay. Neo City bei Nacht. Sherox, Trainer Hugo, 37 Siege. Und nicht der Knackknack auf. Fabulös. Wieder einer, der mehr Fernkämpfe machen möchte. Ups, ich habe jetzt gedacht, er will greifen. Was mischt sich denn Lapras da ein? Ist ein Kampf zwischen mir und Sherox. Juhu, 1-0. Hey, das wird wohl meine erste Dreierfolge, wo ich alle drei Kämpfe vielleicht gewinne. Ich habe schon oft gedacht, okay, das ist ein leichter Kampf, den gewinne ich, und dann habe ich irgendwie komischerweise doch verloren. Ups, aus Versehen die Deckung mal losgelassen. Sherox fände ich ja auch noch interessant zu spielen. Nein! Nein!
Juhu! Eine Dreierkampffolge mit allen drei Siegen, jawoll! Na, wenn mich das mal nicht erfreut. Juhu! Wie geil! Insgesamt 200 Punkte haben wir gewonnen in dieser Folge, yay! Es geht wieder ein bisschen aufwärts, vielleicht. Wer weiß? Sehr befriedigend. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit 3 Kämpfen und 3 Siegen. Mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ich freue mich. Ihr euch hoffentlich auch. Und ich hoffe, es hat euch so gut gefallen, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Gegen jeden, den ich gekämpft habe, ihr habt gut gekämpft. Aber ich habe mal gewonnen. Ich danke euch. okay. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe schon gesagt, Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch und von Löher Gameplays als Hobby, ne? Okay, dann wie gesagt, also viel Spaß und vergesst nicht den Daumen nach oben und vielleicht ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.